Boah. Ja. Sehr schön. 2 mit einem Schuss. Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Gleiche Position, in der wir im letzten Part aufgehört haben. Ich hab Bock, auf jeden Fall. Mir graut es nur trotzdem schon wieder ein bisschen hier vor dem ganzen Gebiet. Weil hier Fahrstuhl, da Tür, hör auf. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes gesehen. Also, ja, vielleicht nicht ganz besonders, aber der Duke verkauft neue Sachen. Habe ich das im letzten Part mir nicht angeguckt? Das Neue, glaube ich. Es gibt einen neuen Koffer, hier eine V61 Custom Maschinenpistole, neue Schrotflinte, dann haben wir hier die Anbauteile dafür. Hier habe ich auch gerade gesehen, genau, erweiterte Trommel für die Magnum. Hallo? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal alles auf den Kopf hauen, was ich so an Kohle habe. Zu hungern. Pass auf. Heiß zu leben. Wir verkaufen heute alles. Ne, warte mal, ich sollte vielleicht vorher noch mal kurz gucken. Hals und Beinbruch. Ob wir irgendwas Kombinierbares haben. Das verkaufen wir natürlich nicht. Sieht aber nicht so aus. Wichtiges. Nö. Dann hauen wir heute. Umsehen, tu dir ja. Zwang an. Dann hauen wir heute alle unsere Schätze auf den Kopf. Haben wir eigentlich. Die Sicherstellung von Waren was? Hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Wir brauchen immer noch Fisch, ne? Hm. Jo, dann hauen wir heute unsere ganzen Waren auf den Kopf. Heute scheppern wir richtig rein. Weg damit. Und dann gucken wir mal, auf was wir kommen. Alter, was wir hier alles haben, ne? Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Aber wozu haben wir die ganzen Sachen gefunden, wenn wir sie nicht verkaufen, ne? Ich habe sie ja extra aufgehoben für den Fall, dass wir halt irgendwas kaufen wollen. Und jetzt ist es soweit. Ich glaube, die verkaufe ich auch. Und hole die neue. Mit die neue macht mehr Schaden, habe ich schon gesehen. Wir sollten sie aber eventuell eigentlich erst leer schießen. Ach egal, komm, hau raus. Granatwerfer behalten wir. Die behalten wir auf jeden Fall. Okay, dann sind wir schon durch. Vielleicht sogar die 1911 verkaufen. Weil die Maschinenpistole macht halt mehr Schaden. Allerdings ist es halt eine Maschinenpistole. Das heißt, sie verbraucht auch mehr Munition. Die werde ich vielleicht noch nicht kaufen. Egal, wir kriegen jetzt 666.000. Alter Schwede. Afro, dein Angie. Herz allerliebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? Das ist schön für dich. Sieh es als Investition, Ethan. Ich bin froh, dass ich sie aus meinem Inventar raus habe, die Angie. So, hier. Schrotflinte. Halbautomatische Flinte, mit der sich zielgenau einzelne Gegner ausschalten lassen. Erweiterbar für noch mehr oder bessere Feuerkraft. Ist gekauft, Junge. Oh, ausgezeichnete Wahl. So. Wir nehmen das Trommelmagazin für die Dingens. Ich hoffe, es wird dir nützlich. Nein, nicht sein. Ausrüsten, denn wir kriegen wahrscheinlich dadurch wieder neue Munition. So, das hier war die SYG 12. Dann nehmen wir das Visier noch dafür mit. Aha. Oh ja. Das brauchen wir nicht. Die Custom brauchen wir nicht. Lemmy brauchen wir nicht. ...158.000 können wir so zurückkaufen, okay. Und den Koffer nehmen wir natürlich mit.
gab den Menschen Schultern, damit sie Lasten tragen können. Und du nimmst ihn wohl beim Wort. Wir könnten jetzt noch die V61 Custom kaufen. Möchte ich aber ehrlich gesagt erstmal nicht. So Single Action ist schon okay. Auch wenn sie mehr Schaden macht. Können wir noch was verbessern? Können hier die Feuerkraft auf 190. Lohnt sich das? Die Frage. Hier die Feuerkraft auf jeden Fall. Hier auch. Okay, pass auf. Ich glaube, ich werde die 1911 behalten. Oder ist das eine Fehlinvestition? Okay, pass auf. Ich lasse die 1911 noch weg. Wird jetzt erstmal noch nicht weiter verbessert. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn wir die Maschinenpistole gegen die 1911 auswechseln sollen. Ansonsten werde ich diese hier behalten. Und weiter upgraden. Die Feuerkraft von der Wolfbane nehmen wir auf jeden Fall mit. Maximum 2300 alt. Wieder. Okay, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier die Feuerkraft. Dann sind wir eigentlich auch schon. Was? Schon gut. Fast unsere ganze Kohle los. 91.000 bräuchten wir dafür jetzt noch. Alter. Aber dafür macht die ordentlich Bums. Okay. Schönen Tag. Na? Geh doch mal rüber hier. Ach, geht nicht, weil da Rotfeld-Munition liegt. So. Zack. Dann haben wir hier eine Waffenmodifikation. Ach, das kann jetzt alles wieder einmal nach unten. Ja, vielleicht heute nicht so der interessante Part, aber wir legen gleich los. Ich verspreche es euch. Wir legen gleich los. So, und hier die Modifikation, die wir später dann einbauen. So. Ich glaube, so passt das erstmal. Müssen wir die hier noch auf die Schnellwahl legen, ne? Schnellzugriff. Ach, hat er schon ausgetauscht. Okay, das passt dann. Da ist er. Okay, krass. Nice, nice, nice. Aber wir brauchen Munition eigentlich. Egal. Lang genug der Part jetzt schon. Wir legen jetzt los. Damit wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Kann ich bestimmt nicht kaputt machen? Nein, kann ich natürlich nicht. Okay. Wir haben jetzt zwei Optionen, ne? Wir können da durch die Tür gehen. Oder wir fahren mit dem Fahrstuhl. Wollen wir erstmal mit dem Fahrstuhl gucken? Beim Duke fühle ich mich noch sicher. Ah, guck mal, hier müssen wir bestimmt noch einen Knopf finden. Wir sind jetzt im B4. Wir fangen bei B1 einfach mal an. Oh, okay. Hm. Gut. Dann ist das vielleicht ein Shortcut. Na, dann bleibt uns ja doch nur eine Option. Durch die Tür. Achso. Ich sollte vielleicht noch speichern. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Safe, safe, safe. Und dann geht's los. Das sieht schon mal gar nicht gut aus. Das hört sich auch nicht gut an. Hä? Hinter der Tür oder was? Okay. Ja, Schießpulver nehme ich gerne mit. Mehr nicht. Eine Art Steuereinheit. Sieht leicht zerstörbar aus. Okay.
Will ich das? Wechsel doch mal auf die Pistole, danke. Ach, das, die haben wieder so einen Helm. Hey, ich hab gleich keine Munition mehr, ne? Ruhe. Okay. Ich 7 Schuss nur noch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hallo? Jemand zu Hause? Bin der Neue. Okay, die kriegen wir nur von der anderen Seite auf anscheinend. Ich da gerade was bewegt. Und es war bloß das Kabel. Okay. Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Okay, da müssen wir rüber, habe ich verstanden. Aber irgendwas gibt es hier auf jeden Fall noch. Oh, hier unten kommt da gleich wieder irgendein dickes Vieh. Oder diese typischen Reitengänge. Obwohl, nö. Nur 2 von denen. Versuch's mal mit dem Snipergewehr. Hallöchen. Jetzt ist der andere da vorgelaufen. Oh, Snipergewehr, Schuss haben wir nämlich noch ein paar. Deswegen nutzen wir die mal ein bisschen. 2000, danke. Nochmal 2000. War hier noch was? Nein. Okay, dann ist schon blau. Mehr gibt es hier nicht. Sehr ernüchternd. Ich dachte, jetzt kommen hier die übelsten Verstecke und so. Das sieht nicht gut aus. Das sah ich zwar die ganze Zeit, aber das sieht nicht gut aus. Das hört sich nicht gut an. Ich möchte das nicht. An der anderen Seite verschlossen. Ich will nicht. Hä? Sieht aus, als könnte man hier was einsetzen, okay? Chemikalien. Was ist das hier? Eine Gießanlage, aber ohne was? Kann hier nicht benutzt werden. Aber ohne Kokile ist sie nutzlos. What? Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Nö. Mann, ey. Muss der überall sein? Boah. Ja. Sehr schön. 2 mit einem Schuss. Ja, oder möchte ich nicht reinfallen? Was? Ach, warte, Dietrich? Zum Glück haben wir noch einen. Boah. Ein bisschen Gelbquarz. In einem Kühlschrank. Na klar, wer hat kein Gelbquarz in seinem Kühlschrank? Ihr nicht?
Also ich habe mein ganzer Kühlschrank ist voller Gelbquarz. Da war doch gerade was, ne? Ich kann es von hier nicht machen, okay. Nee. Was, wenn ich da drauf drücke? Scheint nicht genug Strom drauf zu sein. Okay, wir müssen erstmal Strom anmachen. Was ist denn überhaupt? Ach, so aus der Fabrik. Oh Gott. Mann, was ist denn heute denn schon wieder los? Aus der Fabrik entkommen. Ja, nee. Kannst mal voll abhaken, Junge. Der hat doch eine Kettensäge in der Hand. Oh nee, Alter. Das kostet voll knicken. Dass ich jetzt an dem vorbeilaufe. Alter, was haben sie nur mit dir gemacht? Oh nee, Alter. Ich will nicht an dem vorbeilaufen. Ich will nicht. Meine Hand schwitzt schon wieder. Ey, nein. Nee, ich will nicht. Oh, hör auf. Hat er den gebaut? Ey, nein. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Relief Kokile. Schnell vom. Alter, ich hab gewürzt. Scheiße. Oh, hallo. Hallo, Bro. Das reicht nicht? Das ist aber schlecht. Oh, der schützt seinen Schwachpunkt. Boah, kannst du mal... Oh Gott. Da ist nichts mehr. Okay, ich habe eigentlich eher mit einer Cutscene oder sowas gerechnet, aber okay. So, das Ding schmeiß ich jetzt hier rein, oder was? Da. Hau mal rein, das Ding. Vollautomatisiert. Pferderelief. Oder Relief, besser gesagt, steht da. Danke. Was ist los mit dir, Ethan? Bestimmt bei Wichtiges, ne? Da ist er. Okay, der hat hinten wieder so eine Einsätze, alles klar. Dann schmeißen wir das mal da rein. Na klar, geht die ganze Mauer hoch. Was auch sonst. Jetzt hier noch irgendwas. Ich habe hier noch irgendwas vergessen. Oder muss ich hier öfter hin? Ach so, da ist auch noch. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall nochmal vorbei. Da ist ja noch eine Tür. Die wir nur von der anderen Seite öffnen können. Oh! Alter! Mann! Okay, hier brauchen wir einen Pferdeschlüssel oder was? Haben wir sowas?
Ich glaube nicht, ne? Ja. Ja, da hast du wieder irgendeinen Bonus drin wahrscheinlich. Oh, da ist wieder so eine große Kiste. Das könnte noch so ein Ding sein. Okay. Wir haben aber kein Dietrich mehr. Shit. Das ist nicht gut. Nix Dietrich. Ach, guck mal da. Die Dinger muss ich gleich zerschießen. Sehe ich schon. Sehe ich schon. Alter Profi. Irgendwas läuft auch da unten. Und ist ein Point of No Return, so wie es aussieht, war. Okay. Dann machen wir aber hier erstmal Schluss. Und wenn ich jetzt da runterspringe, dann dauert es bestimmt wieder ein bisschen. Gut. Dann sage ich erstmal wieder an dieser Stelle recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Resident Evil Village wieder. Vielen Dank. Haut da rein.